Vorerst letzter Redner bei diesem Tagesordnungspunkt ist Gabriel Obernostra, Tourismussprecher ebenfalls von der ÖVP. Danke vielmals, Frau Präsidentin. Grüß Gott auch, Frau Rechnungshofpräsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause. Und jetzt vielleicht ein besonderer Gruß an die Abordnung des Wirtschaftsbundes von Maria Hilf. Ein recht herzliches Grüß Gott, dass er heute diesem Budget hier Rechnungsabschluss zuhorcht. Wir haben jetzt diskutiert darüber. Ich glaube, es sind allen Zahlen genannt worden, alle Stärken, alle Schwächen. Wir haben die zum Teil wirklich nicht ganz faire Kritik von den Oppositionsparteien gehört, aber das gehört zu Oppositionsparteien eben dazu. Wir haben die berechtigte Kritik von der Frau Rechnungshofpräsidenten gehört, die ernst zu nehmen sind, und diese Mängel sind einfach, wie gesagt, zu bereinigen. Aber wir wissen, als wir vor einem Jahr hier herinnen oder einem knappen Jahr hier herinnen das Budget für 2015 beschlossen haben, haben wir von allen Oppositionsparteien gehört, dass dieses Budget ein Schönheitsbudget ist und dass dieses Budget auf keinen Fall einzuhalten ist und auch nicht halten wird. Heute haben wir die Tatsache auf dem Tisch, und es hat gezeigt, dass dieses Budget doch gehalten hat, dass die Zahlen eingehalten wurden. Und ich sage immer, ein Budget muss man immer so wie ein Wirtschaftstreibender, die Bilanz muss man einmal in der Summe sehen, und da muss man in Detailbereiche hineingehen, was ist dort noch zu machen und zu tun. Aber wie gesagt, das vom Finanzminister vorgelegte Budget hat gehalten, und es hat sogar mehr Einnahmen gebracht. Natürlich auch gewisse Vorzieheffekte, das wissen wir auch. Aber wir wissen auch, dass es wesentlich mehr Ausgaben gegeben hat im Bereich der Sicherheit und der Integration, das in die dreistelligen Millionenzahlen gehen. Und trotzdem ist das Budget besser, als wie wir es vor einem Jahr beschlossen haben. Und ich glaube, das muss man auch mal positiv zur Kenntnis nehmen, weil wir wissen, was wir vor einem Jahr an Zahlen hier auf den Tisch gelegt haben und welche Zahlen heute hier auf den Tisch legen. Etwas muss man auch noch dazu ganz klar sagen. Wir wissen, wir kennen den Budgetpfad. Wenn wir den einhalten wollen, dann wissen wir, dass wir weiterhin die angekündigten Reformen so schnell wie möglich umsetzen müssen. Weil eins ist überall gleich, ob in der Familie oder in einem Wirtschaftsbetrieb oder im Staat. Wenn ihr regelmäßig mehr ausgibt, dann kommt irgendwann einmal der Tag daher, wo wir ein Riesenproblem haben. Und deshalb müssen wir schauen, dass das nicht passiert. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn dieser Budgetpfad eingehalten wird, dass wir auch einen gewissen Spielraum wieder bekommen, um einfach in die Zukunft zu investieren, im Wachstum zu investieren, in die Wirtschaft auch zu investieren, weil wir wissen, dass damit auch zukünftige Arbeits- und neue Arbeitsplätze verbunden sind und damit einfach die Wirtschaftskraft von Österreich aufrecht bleibt. Wie gesagt, die Reformen sind umzusetzen, wenn wir diese Konsequenz haben, wenn wir diesen Mut haben, und das erwartet uns von uns die Bevölkerung der Österreicher und der Österreicher, dann, wie gesagt, dann werden wir dieses Budget auch einmal dorthin bringen, dass wir einen Überschuss haben, dass wir stärker noch in die Zukunft investieren können und damit auch die Zukunft unserer Kinder, unserer Jugend in diesem Land, in diesem wunderschönen Land auch sichern können. Danke vielmals. Sagt Gabriel Obernostra, Tourismussprecher der ÖVP.